Moin Freunde und herzlich willkommen zum 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Heute der 1. FC Köln gegen die FC Bayern München. Ich habe mich entschieden, ich werde heute den 1. FC Köln steuern. Das letzte Mal hatte ich das Auswärtsteam, jetzt wieder das Heimteam. Das hat nichts damit zu tun, was es Bayern ist. Mir ist das eigentlich vollkommen Wumpe, ob Bayern oder nicht Bayern. Ich mag die Bayern nicht, ich hasse sie aber auch nicht. Von dem her alles gut. Ich werde heute den 1. FC Köln steuern. Hat auch damit zu tun, dass ich ja 2 Jahre lang jetzt in Köln war und da einfach auch so eine kleine Bezogenheit dahin habe. Zwar nicht zum Fußball, aber trotzdem ein bisschen Solidarität noch beweisen. Ein Gruß an die ehemaligen Kameraden, die sich das hier anschauen. Philipp Lahm, der Kapitän der FC Bayern. Sie kommen natürlich hierher mit großen Erwartungen, nämlich mit 3 Punkten. Ob wir das streitig machen können, das werden wir erfahren. Horn ist im Tor, Brecko, der Kapitän bei Köln. Dann haben wir Hector, Wimmer, Maro, Vogt, Risse, Lehmann, Helmes, Uja und Halfa mit einem 4-3-3. Und die Bayern natürlich, das brauchen wir nicht raten. Manuel Neuer im Tor, Rode, Boateng, Dante, Alaba, Lahm. Alles, was Rang und Namen hat. Dann haben wir Alonso, Götze, Robben, Müller, Lewandowski. Also es wird wirklich eine richtig schwere Sache hier gegen den FC Bayern zu bestehen. Aber wir tun unser Möglichstes und müssen vor allem am Anfang schauen, dass wir nicht untergehen. Aber das wird schon. Wir sind ja hier zu Hause und wir sind hier und wollen gewinnen. Ansgar von Hauenstein wird diese Partie heute leiten. Neuer ist bereit. Und die anderen sind es auch. Der Schiedsrichter auch. Winkt nochmal ab, ob alles klar ist. Der 6. Spieltag der Bundesliga. Nachholspiel von uns. Köln gegen Bayern München ist eröffnet. Am Samstag dann der 7. Spieltag. Dann müsste es eigentlich wieder aktuell sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann werde ich es natürlich wöchentlich zeigen. Entweder samstags oder sonntags oder wann halt die Spiele sind. Werden wir sehen. Freitag ist ja jetzt Feiertag. Das feiere ich richtig geil. Und da sind wir mal gespannt. So, auf geht's. Da oben läuft er gleich. Und da nochmal, kein Abseits bitte, kein Abseits bitte, kein Abseits, oh ja, nein! Die Chance für den FC Köln. Und das wäre ein Riesending, wenn wir gerade in dem Spiel quasi unser erstes Spiel gewinnen gegen den FC Bayern. Das wäre schon richtig krass, aber der Spielzug, der lässt hoffen. So, komm Neuer, komm jetzt, mach hinne. Also da muss ich sagen, bei FIFA 15, was mir hier negativ auffällt, ist wirklich, dass sich die Torhüter so dermaßen viel Zeit lassen beim Abstoß. Aber seit dem Release von FIFA 15 lief ja auch nicht alles glatt. War ja viel verbuggt. Boah, Robben zeigt dir gleich seine Klasse. Aber Konter Köln, die machen das Spiel schnell. Die ziehen das Spiel in die Breite und sie haben vor allem den Platz. Aber dann Halfa wird am Pass gehindert. Das hat der Bayern-Spieler sehr schön verdeckt. Kein Abseits, das zeigt auch der Linienrichter. Jetzt vielleicht die Chance zur Flanke. Ah, oh, aber Neuer. Schade. Lewandowski. Jetzt natürlich viel Platz für die Bayern vorne. Dennoch, Köln spielt da ordentlich mit. Macht bislang das Spiel. Mit den Fans im Rücken ist es natürlich immer was anderes. Aber jetzt die FC, die Bayern mit Robben. Robben, der hat viel Platz auf der rechten Seite. Aber schießt ans Außennetz. Dicke Chance für die Nummer 10 des FC Bayern. Brecko kommt hier deutlich zu spät. Aber nochmal glücklich ausgegangen. Und da muss ich aufpassen. Wenn da einmal ein Fehlpass kommt. Oh, shit. Vorsichtig. Kein Abseits, aber Brecko steht goldrichtig. Auf geht's. Raus jetzt mit der Pille hier. Weg damit. Und nach vorne. Komm, lauf doch. Boah, sehr schön. Komm jetzt. Uja. Uja Magnata. Oh, das gibt's nicht. Nächste Riesenchance. Sehr schön, wie sich da löst. Aber Neuer natürlich. Weltklasse-Torhüter mit einer Weltklasse-Parade. Dennoch Köln aufmüpfig. Versetzt Bayern hier richtig in Stress. Und das können wir weiterhin. Komm. Da geht was. Auf geht's. Ah, zu nah. Neuer ran. Kein Problem für ihn.
Aber noch ist hier nicht alle Tage Abend. Noch ist hier wirklich alles möglich. Sehr schön von Maro. Oh. Holt sich das Ding wieder zurück. Und Götze. Lewandowski gegen vier Köln-Spieler. Bindet hier wirklich die komplette Abwehr an sich. Brecko, sehr schön. Raus da. Boah, sehr schön weitergegeben. Und auf einmal steht Helmes da. Gold, richtig. Aber der ist zu langsam mit der Ballannahme und allem. Helmes, auf geht's. Mach it. Das kann doch einfach alles nicht sein. Ich frage mich wirklich, kannst du bei diesem Spiel Tore erzielen? Ist das überhaupt möglich? Im Moment hat es nicht so den Anschein. Egal, was du machst, es kommt nicht an. Oder, ja gut, Neuer ist zwar ein Weltklasse-Torhüter, aber trotzdem. Was wir schon wieder an Chancen hatten, das geht echt auf keine Kuhhaut. So, komm, jetzt ein bisschen Konzentration. Vorsichtig, da kommt Lewandowski. Da kommt Lewandowski und er braucht nur einmal vors Tor kommen und schon ist es drin. Ist klar. Führung FC Bayern. Mustergültiges Passspiel. Und natürlich mustergültig abgeschlossen. Direkt Abnahme und er macht alles Gold richtig. Was willst du da noch machen? Effizienz ist das Stichwort, was bei mir aktuell gar nicht gegeben ist. Wir haben so viele Chancen und können sie nicht verwerten. Bayern kommt einmal, Bayern trifft, Bayern führt. Und Bayern macht das Ding. So, worum jetzt? Worum jetzt? Ich weiß nicht, wohin. Dranbleiben, das gibt's doch nicht. Sehr schön abgeblockt, Götze. Aber die laufen hier, da kommst du nicht mehr an den Ball. Schade. Da habe ich für einen kurzen Augenblick gedacht, kannst du da vielleicht nur dazwischen haschen? So, jetzt, auf geht's. Ja, die Bayern stehen natürlich jetzt tief. Und dann, umso schwerer hier durchzukommen. Aber das wird, denke ich, ja, in dieser Hälfte wird das nichts mehr. Sehr schön. Auf geht's. Vielleicht noch eine Möglichkeit. Da muss es aber schnell gehen jetzt, Jungs. Lehmann. Schuss! Oh, das glaube ich nicht! Also mal, ich glaube es jetzt langsam echt nicht mehr. Was ist denn da los? Wahnsinn, Wahnsinn! Aber weitermachen. Wir haben noch eine zweite Halbzeit. Ja, kommst du nicht durch, klar. Robben erstmal raus. Über den ganzen Platz. So, wir haben noch die zweite Halbzeit. Da kann noch was gehen. Aber ich mache halt die Chancen nicht rein. Das ist das Problem. Und wo ist da einer? Helmes muss es alleine machen. Kein Spieler da. Was war das jetzt? Naja. Es ist und bleibt einfach FIFA, nicht mein Metier. Die dribbeln hier rum, lassen mir vier Leute aussteigen. Natürlich ist es ein FC Bayern München, aber das ist einfach... So, sehr schön, Maro. Jetzt haben wir hier eine Riesenlücke im Mittelfeld. Wieder kein Spieler da und dann wird der Pass zu weit geschlagen. Das ist... Naja. Steckst du nicht drin, ist halt so. Hector. Bayern mit Problemen, da durchzukommen. Weißt du, und das ist wieder so FIFA. Der Spieler bewegt sich keinen Zentimeter auf diesen Scheißball zu, sondern der Ball soll zu mir kommen. War das abseits? War sowieso im Aus. Einwurf, Bayern.
Gleichzeitig der Wechsel. Heuberg oder Heubjerg, keine Ahnung, gegen Alonso. Boah, Robben, natürlich, da habe ich keine Chance gegen. Das ist so krass, ey. Das ist so krass. Der läuft hier einfach durch, wie er will. Und zack, 2-0, pass auf. Spiel doch ab! Du kommst da nicht hinterher. Kannst du machen, was du willst. Fick dich jetzt! Ey, ich hab echt schon keinen Bock mehr drauf. Auf Rookie kann ich ja nicht stellen oder auf Halbprofi. Das ist ja ein Bullshit. Sehr schön aussteigen lassen, Brico. Und Risse. Jetzt mal ein kleines Fünkchen Hoffnung, aber da ist immer irgendeiner. Fuck you, du Wichser, ey. Es ist deprimierend, ich gebe es ganz ehrlich zu, weil du rennst hinterher und die Chancen, die du hast, die gehen sowieso nicht rein. Was willst du da machen? Bayern kommt, Bayern schießt, Bayern trickst. Und Bayern hat Pech, dass sie keinen Elfmeter kriegen. So, auf geht's. Und ab dafür. Halfa, komm, gib nochmal alles. Da kannst du nichts, da machst du einfach nichts. Ja, das ist, ja. Ja, dann hätte ich den Ball gehabt. Ach komm, fuck you, echt. Ja, das FIFA, das ist und bleibt einfach, weiß ich nicht. Nicht mein Ding. Klar, Köln, Bayern, das sind Welten. Aber trotzdem, wenn du halt Chancen hast und die einfach ständig vorbeifliegen, was sollst du denn da machen einfach? Das ist einfach ein Riesenscheiß. Das ist das, was mir einfach so ein bisschen auf den Keks geht. Diese Unmöglichkeit oder jedes Mal, wenn du irgendwie schießt, dass dann immer ein fucking Mongo-Bein dazwischen ist. Das ist einfach ein bisschen übertrieben. Jetzt gibt es noch Freistoß für die Penner, ey. Es ist wahnsinnig einfach. Schauen wir mal, was diese Saison noch bringt. Ich weiterhin kein Tor. Es ist natürlich langweilig. Und es ist deprimierend, aber was willst du machen? So ist das Leben. Wie viel Zeit kriegen wir oben drauf? Drei Minuten. Womöglich die letzte Angriffschance. Und dann ist es halt immer so. Missverständnis zwischen dem Abwehrspieler und dem Torhüter. Aber natürlich geht er nicht rein. Na klar. 1-0 gewinnt der FC Bayern München beim ersten FC Köln. Da war jetzt nochmal die Riesenmöglichkeit am Schluss. Wenn ich das gewusst hätte, dass Neuer doch noch zurückgeht, hätte man sich da vielleicht noch mehr Zeit lassen können. Aber wir sind gespannt, wie es im 7. Spieltag weitergeht. Wir fiebern weiterhin auf den ersten Sieg zu. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.